Die Irmingsul. Kommen wir erstmal zum Geschichtlichen, zum Historischen. Also die Irmingsul ist eigentlich, ja, ist ein Teil oder ist ein Weltenbaum. Es gibt auf der ganzen Welt verschiedene, also in den Mythologien verschiedene Weltenbäume. Wir kennen es im Nordischen, wir kennen bei der Kabbala sowas in die Richtung, die Sephiroth, die Verbindungen, was mit ins Tarot eingeflossen ist. Und generell ein Weltenbaum ist eine senkrechte Achse, die so mit Himmel und Erde und Unterwelt verbindet, ja. Wie eine Art Brücke auch bildet, kann man sagen. Und ansonsten entspricht der Weltenbaum oder ein Baum an sich, egal ob das jetzt die Irmingsul ist oder was anderes, so der menschlichen Gestalt. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Ja, die Füße sind die Wurzeln, die auf der Erde sind. Der Körper ist die Achse einfach und Arme und Haare sind Äste und Blätter. Ja, das ist so die Idee auch da dahinter. Deswegen wird es auch gleichgesetzt, wenn man einen Besen umdreht mit den Borsten nach oben und dem Stiel nach unten, ist das auch unter anderem für Schutz, aber auch für den Weltenbaum. Und vom Begriff her, Irmingsul ist Irming urgroß, also wie Ursprung, nur urgroß. Und Sul steht für Säule. Man geht da davon aus, dass es sich hierbei um einen Eichenstamm handelt, denn die Eiche war schon immer ein wichtiger Baum im Heidentum der Naturvölker. Hier bei uns halt die Naturvölker, das ist klar. Auch diese Säule oder der Weltenbaum ist dazu da, um das Himmelsgewölbe zu stützen. Besonders halt die Irmingsul, sagt man, deswegen ist sie so auseinandergeknickt. Also sie geht nicht so wie ein Baum so hoch, sondern sieht fast schon wie ein T aus, kann man sagen. Ist halt so die Stütze für das Himmelsgewölbe. Interessant ist, dass frühe, wirklich sehr frühe christliche Kirchen keine Türmchen hatten. Man geht da davon aus, dass in diesen Türmchen oder mit den Türmchen die Irmingsul wieder zum Leben erweckt wurde oder ja, wieder auferstanden ist, wieder implementiert wurde. Ja, da hat man dann auch etwas, das höher ragt, was die Verbindung nach oben vielleicht darstellen kann. Generell ist speziell die Irmingsul ein frühmittelalterliches Heiligtum der Sachsen, beziehungsweise der Stämme, die die heutigen Sachsen bilden, beziehungsweise das Volk hat sich nicht gleich Sachsen genannt. Wir kommen hier jetzt zu einem Mann, der oder auf den generell nicht gut zu sprechen ist, aus der Sicht des Heidentums, und zwar Karl der Große. Im Jahr 772 wurde dann auf Veranlassung Karl des Großen und der Franken hin die Irmingsul zerstört, beziehungsweise die Eichenbäume teilweise. Ein Begriff ist vielleicht Fritzlar, wobei man oder sich die Orte auch untereinander streiten, wo denn dieser Baum wohl gestanden hat. Fritzlar und der Nachbarort, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und man könnte es auf heute so drauflegen, dass man ein Gefühl hat, was das ist. Ja, wenn jetzt die Kirchen, es geht jetzt immer um das Gefühl, die Irmingsul wären und irgendjemand aus der Regierung jetzt beschließt, die müssen zerstört werden.
Ich glaube, das kommt dem Prinzip nahe. Ja, so. Also das Ganze mit der Zerstörung von Irminsul 772 von Karl des Großen war so das, was der Auftakt, der Beginn der Sachsenkriege dann war, vermutlich auch ausgelöst hat, dass man das zeitlich auch einordnen kann. Interessant ist, dass anscheinend Reste der Irminsul, also des tatsächlich Baumes Irminsul, oder der Baum, der eben halt so genannt wurde, seit dem 16. Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert wurde es dokumentiert, dass sich angeblich Reste dieses Baumes im Hildesheimer Dom befinden sollen. Dieses Fällen von den Bäumen, die ja für die Heiden heilig waren, heilige Hain gebildet haben in ja, eine Kultstätte in der Natur gebildet haben. Die wurden ja absichtlich zerstört von auch christlicher Seite und dann wird dort was aufgehoben. Weiß ich nicht, wie man das deuten soll. Irgendwie vielleicht, also ist schon fast in Richtung, als hätte man da jetzt das als Trophäe aufgehoben, so hier, da haben wir den Beweis, dass es zerstört wurde, oder ich, ja, weiß es nicht. Also, so wirkt's, auf mich halt auch, ja. Wenn wir uns jetzt die externen Steine mal anschauen, da gibt es ja ein Gebilde, die externen Steine tauchen ja auch im Zusammenhang mit dem Dritten Reich auf, Thema Germanisierung der Deutschen und so weiter. Dort gibt es eine Bildhauerei oder ja, es wurde was in den Stein gemeißelt, in die Felsen. Und da taucht auch, man geht da davon aus, die Irminsul auf, denn laut Beschreibung passt das Bildnis da dazu, eben halt, dass es sich hier um ein, ich nenne es jetzt mal T-förmiges Gebilde handelt, was darauf ein bisschen abgeknickt ist, wo auch schon spekuliert wird oder wurde, dass das bedeuten soll, Sieg über die Irminsul, weil sie ja geneigt ist, kann man halt schlecht nachvollziehen, was das jetzt dann wirklich bedeutet bei sowas, wenn es kein Zeugnis gibt, nichts Schriftliches, gar nichts, dann kann man sich da praktisch alles irgendwie zusammenreimen. Ah, jetzt, das ist nochmal zu dem Baum. Die Donareiche war das damals als Weltenbaum interpretiert und das ist Geismar, ja, was heute ein Stadtteil von Fritzlar ist. Die beiden Teile streiten sich jetzt darum, bei wem diese Donareiche damals gestanden hat. Die von dem Mönch Bonifatius abgeschlagen wurde oder abgeschlagen lassen wurde. Das ist auch nicht sicher, auch ein Streitpunkt, war er selber oder nicht. Auch gibt es den Streitpunkt, es heißt, dass eben aus dem Holz dieser Eiche dort in der Nähe, wo sie stand, die erste Art Kirche entstanden ist aus dem Holz. Da wird sie auch gestritten, wo da dann wirklich der Standort ist, denn man weiß auch nicht mehr genau, wo der Standort der Eiche war,
Von dem Standort der Eiche damals aus in der Nähe soll das Gebäude entstanden sein. Ziemlich bald darauf wurde das Ganze dann schon um- und ausgebaut. Ich würde sagen, Stein dann einfach, was man da so hatte. Es war halt dann auch solider. Nach weiteren Interpretationen kann man auch davon ausgehen, dass die Irmingsul vielleicht nicht mal ein richtiger Baum ist oder war. Oder eben halt nur angedeutet, aber zumindest, dass es halt vielleicht auch eher eine Säule ist. Denn das sagt ja das Wort schon aus. Große Säule. Was wir auch sonst noch geschichtlich haben aus verschiedenen Mythologien zum Thema Irmingsul. Wenn man da einfach mal ein bisschen guckt, der Hermesstab zum Beispiel sieht als Abbild ziemlich ähnlich, was ja auch so ein bisschen das Symbol ist, was Apotheken haben, auch mit den zwei Schlangen. Das habe ich in einem Video erklärt über Baphomet, weil auf der Zeichnung von Baphomet kommt diese Symbolik auch drin vor. Dann haben wir natürlich in den anderen Mythologien Merkur und Mars. Wenn man beide fusioniert, kommt Merkurs raus. Merkurs, nein. Wo wir hier auch immer Leute mit einem Stab haben. Als diese Symbolik, könnte man sagen. Die Irmingsul in Genshin. Ich habe mir tatsächlich auch ein paar Vermutungen zu dem Thema durchgelesen und ich muss sagen, es freut mich, dass einige sehr gut informiert sind, die vielleicht auch sich interessieren oder einfach gut recherchiert haben, denn es geht ja tatsächlich in die Richtung, ja, mit nordischer Mythologie, mit dem Weltenbaum, die Kabbala kam drin vor, mit den ganzen Sephiroth. Ja, das ist der kabbalistische Lebensbaum. Hier, Pfade sind die Sephiroth. Und das ist ganz interessant. Wir haben ja da auch die Planeten mit drin. Spielt jetzt bei Tarot jetzt auch wieder eine Rolle, ne? Aber zum Thema Lebensbaum ist das hier dann schon sehr interessant. Symboliken und so weiter. Und es ist auffallend in Genshin, dass es verschiedene Bäume in den Regionen gibt, die anders sind. Die entweder riesengroß sind oder zum Beispiel in Azuma gibt es ja den Sakura-Baum, wo man was opfern kann. Im Drachengrat gibt es den einen Baum, wo man diese roten Dinger da opfern kann. Wir haben in Liyue den einen Baum, so diese Bäume einfach. Und die Irmingsul könnte ja der Weltenhauptbaum sein, wo sich dann halt wie Ableger auf der Welt gebildet haben und so weiter. Finde ich sehr einleuchtend. Dabei kommen wir dann auch schon wieder zu dem Thema Leylinien. Ja, tatsächlich. Und diese Blüten, die man einsammeln kann, das sind Ausläufer von Wurzeln von dem Baum. Und da kriegt man Zeug zum Leveln, klar. Darum geht's jetzt aber nicht. Sondern an sich gibt es ja Leylinien, ja. Normalerweise bezeichnet man eine Leylinie so, wenn jetzt
als markante Punkte in einer Gerade verlaufen. Also zum Beispiel Gipfelkreuz, Quelle, Kirche. Und das ist in einer schönen Gerade. Dann ist das zum Beispiel eine Leylinie. Leylinien an sich sind sehr kraft- und energievoll. Grob gesagt kann man sagen, dass eben Leylinien markieren geradlinige Anordnungen von Landmarken. Wir haben das auch zum Beispiel in der Megalithenkultur, also prähistorische Kultstätten und Kirchen eben auch, wie ich eben bei meinem Beispiel das schon sagte. Megalithen, das sind ja diese riesengroßen Steine, ja. Da hat man zum Beispiel hier ein Bildnis. Keine Ahnung, wie viel Kilometer oder halbe Insel weiter ist das nächste und dann kommt irgendwann noch mal eins und das ist dann aus Luftlinie zu sehen, nur aus Luftlinie, wirklich von Zentrum zu Zentrum in einer richtigen Gerade, kann meines Erachtens dann auch nur entstehen, wenn man irgendwie nach dem Sonnenverlauf geht oder weil du kannst nicht hier eine halbe Insel vermessen, die ewig groß ist. Das hatte man ja damals auch nicht. Was wir auch zum Beispiel haben, ist der Strom der Lorelei. Das ist in ja, oder es wie erkläre ich denn das jetzt? Wir haben den Rhein, der zieht sich von A nach Z durch Deutschland durch und überall gibt's Orte, Plätze, das ist der Strom der Lorelei oder der Frau Ley. Ja, Ley-Strom. Da haben wir je nachdem verschiedene Sagen und Plätze am Rhein. Also von der Schweiz bis nach Holland sieht's bildtechnisch so aus, ja. Sieht man auch im Grunde eine Gerade, die sich durchzieht, ist jetzt hier zum Thema matriarchale Landschaftsmythologie ist auch interessant. Also man sieht, wenn man bei manchen Themen noch mal ein bisschen tiefer gräbt, kommt man immer noch irgendwo hin. Bin mir sicher, wer das schon kannte mit den Leylinien, auch in Genshin und sich das auch schon bei dem Wikipedia durchgelesen hat und vielleicht mal geguckt hat, was Leylinien sind. Das hat bestimmt noch keiner gewusst. Bin ich mir 99%ig sicher. Und dann das andere Bildnis, was ich schon beschrieben habe, zwischen Quelle, Kirche, Berggipfel oder Gipfelkreuz. Da habe ich jetzt auch gleich ein Bild für euch, dass man sich das einfach besser vorstellen kann und einfach diese Gerade, die da durchgeht, es ist halt einfach faszinierend, ja. Hier ein Beispiel dazu, ja. Wir haben eine Quelle, eine Kirche, einen Berg mit oder ohne Gipfelkreuz, die Spitze, alles genau in einer Gerade. In Genshin zu den Leylinien gehören ja auch die Anhäufungen der Elementare oder ich weiß den Begriff schon wieder nicht. Kommt halt drauf an, ob ihr auf Deutsch oder Englisch spielt. Ja, das sind diese gelben und blauen Böbbels. Nenne ich sie immer Böbbels. Die dann am Ende, wenn man die Gegner besiegt hat, eine Blüte ergibt. Diese Blüte, die ja auch vier Blütenblätter hat und vier Blätter an sich, wo wir hier, bin ich mir ganz sicher, auch wieder eine Symbolik mit drin haben. Denn warum vier? Es könnten auch mehr sein. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls ist das jetzt so, dass zu den Leylinien, Energielinien, es ist einfach unglaublich. Also, es ist sehr viel hineinverpackt in Genshin. Und ja, ich möchte da ein bisschen drauf aufmerksam machen, ein bisschen so erklären,
Den einen oder anderen scheint es ja zu interessieren. Ja? Und warum auch nicht neue Dinge entdecken und kennenlernen? Dann möchte ich jetzt noch kurz zu den Bäumen in den Sphären was sagen. Und zwar ist es ja so, ich hatte es ja schon erwähnt, die Bäume waren heilig, haben einen heiligen Hain gebildet, eine heilige Kultstätte, die im Freien war, aber es war halt ein Gebiet abgezäunt durch Bäume, ein Baum im Mittelpunkt, wie auch immer. Und da gab es ja das Ting. Bäumen, beim Ting wurden auch immer Sitzungen abgehalten. Gibt es auch irgendwann noch ein ausführliches Video auf meinem Hexenkanal, hier nur ganz kurz, ja. Man hat eine, könnte man sagen, Ratssitzung gehalten, ja. Da war der Druide das Oberhaupt und hatte das letzte Wort, war in dem Moment noch über dem eigentlichen Oberhaupt tatsächlich. Und es wurde da auch Gericht gehalten und wurde auch abgestimmt. Der Platz war immer ein neutraler Platz, das heißt, da wurden keine Kämpfe ausgefochten. Da hat man sich mit dem verstrittenen Nachbardorf, Stamm, was auch immer getroffen und da sachlich diskutiert und geguckt, wie man eine Lösung kriegen kann. Und es hat sich jeder daran, denke ich mal, gehalten, dass dieser Raum, in dem die dann waren, neutral war und dann wurde dann abgestimmt, was auch immer passiert, passieren soll, gemacht werden soll. Ja, Eiche, der heiligste Baum überhaupt. Was haben wir noch? Genau, in der Bibel gibt es ja auch wieder einen Baum, ja, den Baum der Erkenntnis oder ja, der Baum mit der Frucht der Erkenntnis und so weiter, kennt bestimmt jeder die Geschichte. Dieser Baum ist halt jünger als irgendwie so als ein Weltenbaum. Ja, das ist alles noch viel, viel, viel älter. So, und jetzt noch zu den Sphären. Das ist ja so, man geht ja rein, besiegt die Gegner, geht dann zu diesem Baum hin und bekommt dann als Belohnung Artefakte, Sachen zum Hochleveln, was auch immer, wo man halt gerade drin war. Und als Dank, weil man was gegeben hat, bekommt man was. Ja. Und man sieht auch, dass über dem Baum so wie Vogelkäfige sind, die können auch noch mal irgendwie was darstellen, irgendwas Besonderes. Ich meine, das Ganze leuchtet dann auch auf, bevor man sein Zeug abholt. Wir haben auch wieder eine Triskele auf dem Boden in dem Kreis, wo man reintritt, um sein Zeug abzuholen. Ja, finde ich interessant, finde ich gut umgesetzt. Was mich zwar erst irritiert hat, aber im Nachhinein finde ich es gut, ist, dass sich jetzt zum Beispiel verschiedene Symboliken nicht passend auf ein Gebiet beschränken. Dass man zum Beispiel sagt, nur in Mondstadt sind die Sachen, weil es betrifft ja die Germanen. In Liwa ist irgendwas nur Chinesisches, was auch nur China betrifft oder so, sondern das zieht sich ja überall durch. Es ist überall von jedem etwas, könnte man sagen. Sprich, hier kann jeder und alles dort sein, wo es will, sich teilen und vermehren und verbreiten und darf überall existieren. So in der Richtung. Ja, das sind Kurzform dazu. Wer sich für Ting, Bäume und so noch interessiert, wie gesagt, gerne
auf meinen Kanal Hexe Sandra gehen und klein wenig kann man da ein bisschen gucken. Hier jetzt nur die Kurzversion, aber ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss!